Henning, 27 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Henning. Grüß was, dich. Was ist denn bei dir los, dass du sagst, ich kann nicht anders? Ja, ich laufe durch Eisenbahntunnel. Wer tut das nicht? ich mache das jeden Tag. Naja gut, in Köln wahrscheinlich, U-Bahn. Auch, ja, auch. Nein, natürlich ist es ein Scherz. Ich laufe selten durch Eisenbahn. Du läufst durch Eisenbahntunnel? Ich laufe durch Eisenbahntunnel. Dazu muss ich sagen, nie alleine. Ich bin noch nicht einmal alleine durch einen Eisenbahntunnel. Mit wem läufst du denn durch Eisenbahntunnel? Also sagt man eigentlich Tunnel oder Tunnels? Tunnel. Tunnel, ne? Ohne S. Das ist auch Tunnel, genau. Wie ich weiß. Ja. Auf jeden Fall, ich mache das seit 89, seit ich 14 bin. Und bin schon mit 37 verschiedenen Leuten da durchgelaufen. Das sind Freunde, meine Freundinnen zum Beispiel, die letzten drei sind jeweils auch mit mir durch. Ja. Cousins, Cousinen. Also darf ich ganz keck mal fragen, warum läufst du durch Eisenbahntunnel? Weil es irgendwie einen Kick gibt, muss ich sagen. Der Kick, da könnte eventuell eine Bahn kommen? Der Kick, da kommt eine Bahn. Da kommt eine Bahn. Ja. Weil in diesem Tunnel, da sind ja diese Ausweichbuchten, die auch Nischen genannt werden, ja, die alle 20 bis 30 Meter sind. Und das ist jetzt nicht so, dass ich da mit einem Walkman auf dem Kopf rumlaufe und warte, dass vielleicht ein Zug kommt, sondern es ist schon so, dass ich von Nische zu Nische renne und halt höre, ob ein Zug kommt oder nicht. Ach so. Wenn du die Nische nicht erreichen würdest, wäre das dein Ende oder ist da noch genug Platz, dass man doch noch so stehen kann? Also es ist so, für Außenstehende hört sich natürlich gleich so an, im Bahngelände, da kann ganz schnell was passieren. Mhm. Es ist sicherlich gefährlicher, als wenn ich über einen Bürgersteig laufe oder so. Mhm. Nur ist es so, wenn man da reingeht und die Ohren offen hält und wirklich von Nische zu Nische läuft, ich sag mal 20 Meter mit einer Taschenlampe in der Hand zu laufen, das dauert nicht allzu lange. Mhm. Also wenn man einen Zug hört. Das heißt, du kriegst immer deine Nische. Genau. Das beantwortet aber noch nicht meine Frage. Wenn du die Nische nicht bekommen würdest, wäre das dein Todesurteil? Ich denke nicht. Man kann sich noch auf den Boden schmeißen. Nur dadurch, dass ich das schon so oft gemacht habe, weiß ich genau, dass das nie vorkommen wird, dass der Zug dann kommt, wenn ich gerade in der Mitte bin, weil ich halt von Nische zu Nische jogge. Verstehe. Wie viel Platz ist denn so rechts und links noch? So ein Meter oder einen halben Meter? Ich würde sagen, so zwischen einem halben Meter und einem Meter, also in Augenhöhe. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Nee. Die sind ja so gewölbt, die Tunnel. Also unten ist es noch weniger. Deswegen müsste man sich im Zwangsfall halt auf den Boden schmeißen. Mhm. Allerdings ist das bei mir nie vorgekommen. Es ist noch nie passiert, obwohl du das seit 1989 machst. Genau, ich bin insgesamt schon durch fast 80 verschiedene Tunnel gelaufen. Durch 80 Tunnel? Ja, wie gesagt, ich habe eine Liste mit 37 verschiedenen Leuten. Aber 80 Tunnel. Hast du dir mal ausgerechnet, wie viele Kilometer du Tunnel schon gelaufen bist? 315 im Moment. 315. Ist natürlich, ich lache jetzt so, das ist eine hochillegale Sache, die du da betreibst. Ne? Das ist wirklich hochillegal. Und du bist noch nie erwischt worden dabei? Ich bin noch nie erwischt worden, deswegen bin ich auch überrascht. Gut, bei diesen 315 Kilometern und den 80 verschiedenen sind klar auch ein paar dabei, die schon stillgelegt sind, was natürlich wieder einen ganz anderen Reiz hat. Aber das ist doch für dich langweilig, wenn der stillgelegt ist oder nicht? Das ist im Grunde, ja, es ist nicht zu vergleichen. Langweilig ist es auch nicht. Mhm. Zum Beispiel habe ich mal, das war auch eine ganz lustige Geschichte, das war der einzige Tunnel, durch den ich mit meinem Großvater gegangen bin, der zu dem Zeitpunkt schon pensioniert war. Der war bei der Kripo, beim Bundesverfassungsschutz später. Du liebe Zeit. Und dann hat er das mitgemacht. Ja gut, es war ja ein stillgelegt. Ach, das war stillgelegt. Da seid ihr auch spazieren gegangen durch den Tunnel. Ja, genau. Wie lang war der? 865, glaube ich. Meter. Ja. Aber dennoch die Frage, also in großer Fantasie kann ich mir vorstellen, dass das so einen Thrill ausmacht, da könnte eventuell ein Zug kommen oder kommt ein Zug. Ja, aber wenn da keiner kommt, warum? Weil es einfach Spaß macht, durch den Tunnel zu gehen? Ja, also das war dann teilweise so, dass ich zufällig dran vorbeigekommen bin und gesagt habe, komm, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich den auch noch. Können wir auch mal da durchgehen? Ja, genau. Und hast du gesagt, Opa, komm doch einfach mit. Also das hatte eine andere Geschichte, weil ich bin vorher schon mal durch diesen Tunnel mit meinem Freund gelaufen, der damals mit mir durch den ersten Tunnel gelaufen ist. Mhm. Und da habe ich am Ausgang auf der anderen Seite, was ziemlich einsam war, das ganze Gelände so im Wald, da lag ein aufgerollter Teppich. Und wenn man so 15, 16 ist, dann denkt man ja gleich, huh, was ist das denn? Mhm.
Und da habe ich halt zu meinem Großvater das gesagt, und da er bei der Kripo war und mir auch immer irgendwelche schlimmen Geschichten erzählt hat, hat er gesagt, da müssen wir jetzt mal hin. Ach so. Dann sind wir da hin, und dann war das aber einfach nur so ein Teppich. Ich verstehe. Nämlich auch noch ein Holzkreuz mit einer Grableuchte, aber das sind halt so die Treffpunkte, wo sich dann die Jugendlichen wahrscheinlich auch... Das ist ja so eine Nebengeschichte zu deiner Passion. Genau. Was war denn der längste Tunnel, durch den du gelaufen bist, wo ein Zug gekommen ist oder hätte kommen können? 3100 Meter. 3100, und der Zug kam dann auch? Mehrere. Und du warst immer in der Nische. Genau. So, jetzt auch noch, ich kann vielleicht auch noch verstehen, dass einen das anmacht. Ja. Obwohl ich es eigentlich nicht nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, wenn man sich so da reindenkt. Aber warum nimmst du da auch noch andere Leute mit? Also wie gesagt, bei dem ersten Tunnel war es halt so, wir standen zusammen davor. Mhm. Da war es ja halt, da wollten wir es beide. Und die anderen, das war alles so, ich habe jetzt nicht gesagt, ich gehe durch den Tunnel, du gehst mit oder so. Ich habe halt den Leuten davon erzählt. Mhm. Und die Leute, die damit durchgegangen sind, haben alle gesagt, das hört sich irgendwie, das kann ich nicht nachvollziehen, aber das hört sich interessant an. Mhm. Und die sind dann alle mal mit da durchgelaufen, teilweise auch mehrfach. Und haben Angstschweiß erlebt, im schlimmsten Ausmaß, oder wie? Ja, teilweise so, Todesart. Teilweise aber auch so Reaktionen wie im Dunkeln mit dem Pferd galoppieren ist aufregender, als wenn ein Zug im Tunnel kommt. Ach so. Sowas habe ich auch schon als Reaktion gehört. Also, das heißt, du hast auch Leute erlebt, die das hinterher von alleine, mit sich alleine auch machen? Nee, so viel ich weiß, hat das bis jetzt noch keiner so gemacht. Höchstens mal einen Stillgelegten, dass man da mal noch durchgelaufen ist. Aber bis jetzt waren die ich kenne, alle mit mir nur in den Tunnel. Wie oft kommt das vor, dass du das noch machst? Also, alle 2 Monate. Alle 2 Monate juckt es dir unter den Fingernägeln und du sagst, ich muss das wieder mal durch den Tunnel laufen. Ja, genau. Es ist ja schon sehr schräg. Ja, schon. Ja? Du bist 27 Jahre alt. Ja. Und holst dir da deinen Kick. Ist das so wie so ein bisschen auf Droge sein in dem Moment? In dem Moment auf jeden Fall. Und also das ist jetzt so, wenn ich plane, nächstes Wochenende fahren wir mal da und da zu dem und dem Tunnel, dann ist es mir noch ziemlich egal. Das kommt immer erst, wenn ich praktisch in der Nähe von diesem Tunnel bin. Mhm. Dann kommt immer so ein Gefühl in der Magengegend, wo man sagt, huch, eigentlich macht man das ja nicht, beziehungsweise eigentlich ist es ja schon gefährlich. Hast du einen Lieblingstunnel? Ja, habe ich. Welcher ist das? Das ist der Längericher Tunnel. Das ist zwischen Osnabrück und Längerich, sage ich schon, Münster. So. Und warum ist das dein Lieblingstunnel? Weil das war der erste Tunnel und das war der befahrenste. Das ist die Bahnstrecke vom Ruhrgebiet Richtung Hamburg. Ach so. Und da gehen wir meistens nur nachts durch. Mhm. Und da ist es so, dass nachts halt pro Richtung alle 5 Minuten Güterzug kommt ungefähr. Mhm. Kann das denn nicht sein, oder ist es nicht generell sogar so, dass der Lokführer dich sieht, oder dass die Lokführer dich sehen? Nein, das ist nicht so. Also, wenn man sich in die Nische richtig stellt und auch auf die Nischen verteilt, wenn man jetzt zum Beispiel zu zweit ist oder das meiste war zu viert, wenn man sich dann auf 4 Nischen verteilt und praktisch in die Ecke reinstellt, dass er einen vom Winkel her nicht sehen kann, dann ist das kein Problem. Ah, ja. Natürlich bei Zweigleisigen so ein bisschen schwierig, weil da weiß man ja nicht, ob in dem Moment, wo der Zug reinfährt, von der anderen Seite auch noch einer kommt. Ja, verstehe. Aber es ist doch sicherlich jedes Mal so ein Abwägen auch. Du siehst oder hörst den Zug kommen und überlegst, schaffe ich noch die nächste Nische oder bleibe ich jetzt schon hier stehen? Genau, so ist das. Ne? Ja, also es kam sicherlich auch schon vor, dass in dem Moment, wo man gerade losgelaufen ist, merkt, jetzt kommt ein Zug. Mhm. Aber das ist dann im Grunde so, wenn man dann nicht die Nerven verliert und ruhig bleibt, dann weiß man genau, ein Zug braucht für 500 Meter auch seine Zeit. Mhm. Und die sind, wie gesagt, alle 20, 25 Meter, diese Nischen. Und das schafft man locker, selbst wenn man langsam laufen will. Aber nochmal gefragt, wenn du die Nerven verlieren würdest und eben nicht zur nächsten Nische kämst, würde das nicht bedeuten, dass du stirbst. Das heißt, du würdest dich auf den Boden schmeißen, was du noch nie getan hast in all der Zeit. Ich frage das jetzt nochmal, um es mir wirklich ganz klar nochmal vor Augen zu halten. Ja. Das ist ein hohes Risiko, was du da betreibst, aber letztendlich würdest du es nicht mit deinem Leben bezahlen müssen, ne? Oder? Also bei manchen Tunneln nicht. Bei dem Längericher Tunnel bin ich mir nicht sicher. Ich meine, ich will es natürlich auch nicht ausprobieren, ob es so wäre. Mhm. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es nicht passieren wird, dass ich zwischen zwei Nischen bin. Mhm. Weil ich halt die Ohren auf habe und die Augen auf habe und da kann eigentlich dann nichts passieren. Denken deine Freunde, die das wissen oder mit denen du das gar schon gemacht hast, denken die nicht eigentlich im Grunde genommen, dass du auch ein bisschen eine kleine Macke hast oder einen kleinen Schuss hast? Das denken eher die, die es noch nicht mitgemacht haben. Ach so. Also die mit durchgelaufen sind,
da war das Negativste, was ich bis jetzt gehört habe, wie gesagt, dieses, was soll denn das? Das bringt ja überhaupt nichts. Mhm. Selbst wenn dann der Zug vorbei ist. So nach dem Motto, das ist genauso wie wenn ich auf dem Bahnsteig stehe und es fährt ein Zug vorbei. Was machst du vom Beruf? Ich bin Bauzeichner. Bauzeichner? Ja. Wie lange willst du jetzt noch weiter durch Tunnel laufen? Bist du alt und grau wirst? Ja, also ich mache es auch nicht mehr so regelmäßig. Wie gesagt, alle 2 Monate mal. So, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Bitte nicht nachmachen, ne? Wer jetzt zugehört hat. Und wir wollen niemanden da auf falsche Ideen bringen. Die Gefahr ist, auch wenn du das jetzt so mit deiner Erfahrung sagst, das ist so relativ, ich kann die handeln, die Gefahr, aber die Gefahr ist dennoch sehr groß. Ja, sicher, klar. So, das ist das eine, und das andere ist, dass es ein absolut illegaler Akt ist und man eine deftige Strafe bekommt, wenn man, zu Recht auch, wenn man dabei erwischt wird oder wenn man das macht und dabei erwischt wird. Dazu kann ich noch eins sagen. Man sieht allerdings, wenn man durch Tunnel läuft, in den Nischen, durch den Müll, der da liegt, da müssen schon einige durchlaufen. Meinst du? Ich glaube schon, also du bist nicht so ganz alleine. Aber es ist dir noch nie ein Mensch entgegengekommen? Nur mal in einem Stillgelegten. Ah ja. Da kamen uns mal 3 Leute entgegen. Das kann ja passieren. Aber es ist noch nie jemand entgegengerannt gekommen? Nee, das noch nicht. Dann wärst du wahrscheinlich völlig neben der Kappe, ne, wenn du das erleben würdest. Das denke ich auch. Das haben wir schon häufig überlegt, wie das eigentlich wäre, wenn man da reingeht. Und in dem Moment wären irgendwelche anderen auch auf dem Trip gerade da durchzulaufen. Also, nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich appelliere auch an dich, das sein zu lassen, weil du wirklich auch mit deiner Gesundheit spielst, wenn vielleicht auch nicht mit deinem Leben, aber auf jeden Fall mit deiner Gesundheit. Und hoffe, dass alles immer gut bleibt, wie es bisher war. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss, Henning. Tschüss.